Ausland, Ausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Heute in Horseland. Ein wichtiger Westernreitwettbewerb steht vor der Tür. Beim Training werden die Freundschaften auf eine harte Probe gestellt. Siegen um jeden Preis, Cowboy. Wir sind super gut. Caramba, du hörst dich an, als hättest du die Juniormeisterschaft schon gewonnen. Wirklich? Es ist noch alles offen. Fertig? Ich bin jeden Tag froh wie ein Schwein. Ich freue mich, mit euch zusammen zu sein. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und ich singe so schön laut. Oh, ich bin froh, ein Schwein zu sein. Sehr hübsch, Trine. Hey da, ihr Tiere von Feld und Fluss. Wenn ich euch besuche dort, dann kommt bei Fuß. Aber seid freundlich, wie es sich gehört, denn der Chef hier, das bin ich. Und wenn ihr nicht auf mich hört, ist das ungeheuerlich. Chef, schone deine Stimme. Und ich lege den Begriff Stimme hier sehr weit aus. Es wird Zeit, dass wir von der zukünftigen Gewinnerin dieses Gesangswettbewerbs hören. Moi! Weißt du was, Angora? Bei einem Wettbewerb ist das Gewinnen nicht unbedingt das Wichtigste. Chef, ich hab dich heulen gehört. Ist bei dir alles in Ordnung? Sieht so aus. Na, da bin ich aber beruhigt. Nein, es ist nicht alles in Ordnung. Mein Stolz ist verletzt. Horseland, Horseland! Hey Leute, dieses Buch über besonders tolle Pferde ist unglaublich. Wusstet ihr, dass ein Palomino-Hengst namens Trigger mal das berühmteste Pferd im ganzen Land war? Er hatte eine wallende weiße Mähne und ein berühmter Cowboy hat ihn geritten. Sie haben sogar Filme zusammen gedreht. Ich hab euch was zu sagen, Cowboys. Cowboys? Ich werde euch ein paar neue Westernreittechniken beibringen. Hört sich gut an. Westernreiten ist doch deine Spezialität, Willi. Ich kenne mich ein bisschen aus. Si, el amo, Westernreiten. Ja, er liebt Westernreiten, Western-Omelettes, Western-Grillfeste. Hört mal her, wir machen einen Wettkampf und der Beste wird Horseland bei der Juniormeisterschaft vertreten. Bei der Juniormeisterschaft? Westernreiten ist so einfach. Westernreiten ist primitiv. Ich weiß. Und was ich besonders schlimm daran finde, ich meine... Die Musik. Diese Klamotten. Hallo, die Hüte. Nein, sag nicht, wir müssen Cowboyhüte tragen. Und was ist mit diesen Westernsätteln? Der Westernsattel ist größer und schwerer als ein englischer Sattel. Ja, und genau da liegt das Problem. Siehst du, wie viel kleiner und leichter der englische Sattel ist? Selbst ich kann ihn hochheben. Stimmt, Zoe. Aber der Westernsattel ist so konstruiert, dass man bequem den ganzen Tag darauf reiten kann. Der englische Sattel ist so geformt, dass der Reiter einen engen Kontakt zum Pferd hat. Ganz genau. Und wenn ich reite, muss ich total eins mit meinem Pferd sein. Natürlich, aber nur so lange, bis der Stall ausgemistet werden soll. Tatsache ist, dass ich nicht daran denke, an diesem blöden Wettkampf teilzunehmen. Ich bleibe beim klassischen Reiten. Ich auch. Ihr werdet es nicht erleben, dass ich einen Cowboyhut auf meinem Kopf trage. Also ich kann es nicht erwarten, anzufangen. Ich auch nicht. Ich bin so aufgeregt, ich habe kaum geschlafen. Ich habe auch nicht viel geschlafen, aber nicht, weil ich aufgeregt bin. Stimmt was nicht, Sarah? Ja, meine Eltern wollen mir ein Quarterhorse besorgen. Diese amerikanische Pferderasse ist fürs Westernreiten. Ich dachte, es stimmt etwas nicht. Ich möchte keinen Vorteil gegenüber euch haben, das wäre unfair. Und ich liebe Scarlett so sehr. Ich weiß, es ist komisch, aber es käme mir vor, als würde ich sie betrügen. Da hast du recht. Tu das nicht, Sarah. Aber Sarah, wir wollen, dass du so gut wie möglich bist. Ehrlich, nimm das Pferd. Ja, es macht sowieso keinen Unterschied, weil Aztec und ich beim Wettkampf mitmachen. Da hast du völlig recht, Benny. Es ist doch nur für diesen einen Wettkampf. Ja, Scarlett wird immer deine Nummer 1 sein. Wer da, Scarlett? Die hat leicht reden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei.
Wollt ihr weiter reden oder reiten? Lass sie ruhig einen Moment darüber nachdenken. Also beim Westernreiten haben die Pferde eine langsamere Gangart. Weiß jemand? Ja, ich. Darüber habe ich gelesen. Das ist der Jog. Ganz richtig. Achtet auf Jimba. Es gibt zwei grundlegende Dinge beim Westernreiten. Man hält die Zügel in einer Hand und man steht hinter dem Pferd. Das meine ich natürlich nicht wörtlich. Ich weiß, was du meinst. Man führt das Pferd mit kleinsten Gewichts- und Schenkelhilfen. Ja. Beim Westernreiten bestimmt mehr der Körper als die Zügel. Man drückt das Pferd in die Richtung, in die es gehen soll. Seht ihr? Okay, Alma, fang an. Los, Alma! Zeig's uns! Bleib gerade im Sattel, Alma! Oh, caramba! Vámonos, muchacha! Gut so, Sarah! Wow! Super gut, Molly! Exzellente! Nicht schlecht für ein Stadtkind. Calypso ist ein Appaloosa. Die wurden fürs Westernreiten gezüchtet. Braves Mädchen, Calypso. Das war unglaublich gut, wie du das gemacht hast. Ich sagte ja, ich bin ein Ass im Westernreiten. Holt die Bullen rein. Ich will das Lasso schwingen. Oh, oh. Entschuldige, Aztec. Lieber beide Hände an die Zügel. Ist doch gar nicht so einfach. Sehr, sehr schade, dass ich das verpasst habe. Ich sag es nur noch ein einziges Mal. Es war Bennys Fehler. Das heißt doch nicht, dass du raus bist. Du musst einfach mehr trainieren. Ja, Benny, es bleibt weiterhin ein spannender Wettbewerb. Ihr habt das heute gut gemacht. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Vielen Dank. Bis morgen, Willi. Ach, übrigens, Chris Guitar wird einer der Schiedsrichter bei den Meisterschaften sein. Chris Guitar? Der Rockstar? Der Bandleader von Speedplay? Der Sänger meiner Lieblingsgruppe? Der beste Gitarrenspieler aller Zeiten? Ja, und ein guter Reiter. Also bis morgen. Warte mal, wenn ich an der Meisterschaft teilnehme, werde ich ihn dann kennenlernen? Ja, ich denke schon. Wir werden Chris Guitar treffen! Wartet mal eine Sekunde. Denkt mal nach. Nur eine von uns wird Chris Guitar treffen. Ich werde Chris Guitar treffen! Sarah kommt nie zu spät. Hoffentlich ist hier nichts passiert. ¿Qué es esto? Was jetzt? Ein neues Pferd? Naja, meine Eltern haben es für mich ausgeliehen. Ein echtes Quarter Horse. Gezüchtet und trainiert fürs Westernreiten. Ja, von Geburt an trainiert. Wow, Sarah. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, Sarah. Vielleicht ist es wirklich unfair, wenn du so einen großen Vorteil bei dem Wettkampf hast. Da magst du recht haben. Komm schon, Benny, sei nicht so unsportlich. Kannst du dich nicht für deine Freunde freuen? Hey, es geht darum, Chris Guitar näher kennenzulernen. Vielleicht freue ich mich doch nicht so sehr für Sarah, wie ich dachte. Aufpassen, Alma! Wie heißt es? Punkte macht man mit Geschmeidigkeit, Finesse und Haltung. Nur zu, nimm beide Hände. Ich brauche nicht beide Hände. Doch das tust du, bis du es besser kannst. Zeit für eine Pause. Wow, Alma. Du lernst vielleicht nicht Chris Guitar kennen, aber du kriegst wenigstens einen Job als Zirkusclown. Ich schaff das schon, Molly. Und du brauchst dich nicht über mich lustig zu machen. Hey, ist ja schon gut. Verstehst wohl keinen Spaß. Seht mal, wer da ist. Wo ist dein neues Pferd? Ich kann kein anderes Pferd reiten als Scarlett. Okay, Molly, dann versuch es mal. Wünscht mir Glück. Viel Glück, Molly. Mucha suerte. Wenn du weiter so hart trainierst, Molly, wirst du mich und Jimba eines Tages noch überrunden. Hast du das gehört, Calypso? Wir sind super gut. Wir sind die Besten. Caramba, du hörst dich an, als hättest du die Juniormeisterschaft schon gewonnen. Wirklich? Es ist noch alles offen. Was ist eigentlich mit euch beiden los? Vielleicht sind unsere Pferde nicht fürs Westernreiten gezüchtet. Aber das bedeutet nicht, dass wir keine Chance haben. Alma, Sarah, seid nicht so unsportlich. Könnt ihr euch nicht für eure Freundin freuen?
Gib mir bitte mal das Salz. Gib mir bitte mal das Salz. Entschuldige. Gracias. Gern geschehen. Das Futter ist heute besonders lecker. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich in einer fantastischen Stimmung bin nach diesem Ritt. Fehlerlos. Ich würde jetzt sogar Steine fressen, wenn es sein müsste. Ich würde dir gern welche besorgen. Oh ja, lacht nur. Weißt du, Alma, es ist sehr unhöflich, bei Tisch zu lesen. So etwas tut man nicht. Ich würde euch ja erzählen, was ich gerade lese, aber ihr würdet mir ja doch nicht zuhören, wie üblich. Ich versuche zu essen und ihr Mädchen hört einfach nicht auf zu reden, wie üblich. Wir hören nicht auf zu reden? Wir haben gerade erst angefangen zu reden. Sie hat recht, Benny. Und ich bin es langsam leid, wie du uns Mädchen dauernd runtermachst. Mhm. Und ich werde es langsam leid, wie ihr Mädchen euch gegen mich verbündet. Das nervt. Weißt du, Benny, wir müssten uns nicht gegen dich verbünden, wenn du nicht so unreif wärst. Wer sagt, dass wir uns gegen ihn verbünden? Ich verbünde mich mit niemandem. Das liegt daran, dass du dich um niemanden kümmerst. Du hast deine Nase immer in einem Buch. Ich habe meine Nase nicht immer in einem Buch. Wenn du schläfst, dann vielleicht nicht. Und wenn ich das tue, dann vielleicht, weil ich es lieber mag, meine Zeit mit einem Buch zu verbringen, als mit ein paar Leuten, die ich kenne. Vielleicht liest du lieber, weil das leichter ist, als sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Ich komme prima mit Leuten zurecht, mit denen ich zurechtkommen will. Außerdem, was weißt du schon darüber? Du machst doch immer nur Witze. Na, jedenfalls habe ich Spaß. Das kannst du von dir nicht behaupten. Und beim Reiten liegst du weit zurück, wie ihr alle. Ihr habt die letzten Wochen alle hart gearbeitet. Und nun soll der beste Westernreiter gewinnen. Oder der bestangezogene Westernreiter. Werd erwachsen, Benny. Werd erwachsen, Benny. Wie gut, dass wir alle dieselben Übungen machen müssen. Dann zeige ich dir mal, wie es richtig geht. Hört auf, euch zu streiten. Sonst regt sich Kalypso auf. Sei du ruhig, sonst regt sich mein Magen auf. Ah, du meinst, dir ist schon schlecht. Warte, bis du meinen Auftritt gesehen hast. Zoe, was tust du hier? Ich wollte mich nur etwas amüsieren. Ich glaube, ich komme gerade richtig. Mit anderen Worten, sie hofft, dass jemand einen Fehler macht. Und so wie die sich streiten, wird das sicherlich auch passieren. Habe ich was verpasst? Ich würde mal sagen, 3 Wochen Training. Oh, mach dir keine Sorgen. Ich habe ein bisschen für mich trainiert, seit ich von Chris Guitar gehört habe. Meine Eltern haben dieses Quarterhorse für mich geliehen. Das, was Sarah nicht haben wollte. Danke, Sarah. Oh, das war richtig gut. Du Verräterin! Du hast jeden Tag geübt? Du hast mir gesagt, du wärst in der Bibliothek. Ich hab mich schon gewundert, dass du das geglaubt hast. Na, wenn du meinst, dass du einfach so hier reinplatzen und gewinnen kannst, musst du dich auf was gefasst machen. Du weißt, wie unglaublich gut Peppa ist. Chili? Chloe macht bei dem Westernreitwettkampf mit. Oh ja. Wir werden diese Loser fertig machen. Ach, und Chili, noch etwas. Sie hat ein neues Pferd. Was? Komm, Peppa, gehen wir und zeigen Ihnen, wie man das macht. Also dann. Erste Disziplin, der Trail. Ihr müsst mit euren Pferden verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben bewältigen, so wie Cowboys im Gelände. Ihr werdet nach der Folgsamkeit eures Pferdes beurteilt und der Genauigkeit eurer Bewegung. Die erste auf dem Hindernisparcours ist, Sarah Wittner. Sarah muss das Tor öffnen und schließen. Das muss wie im Schlaf gehen, nur mit kleinen Zeichen von ihr. Oh. Ha! Fast geschafft, Scarlett. Alma muss den Sack mit Dosen aufheben. Na, das klingt doch einfach, Chef. Ach ja? Versuch das mal, während du ein Pferd reitest. Was macht Molly jetzt, Chef? Sie muss um diese Wimpel herumgehen. Und zwar rückwärts. Keine Eile, Kalypso. Lass dir einfach schön viel Zeit. Braves Mädchen.
Wieso versucht Benny nochmal dasselbe, was Sarah gemacht hat? Alle Reiter müssen ihre Fähigkeiten bei jeder Aufgabe beweisen. Wow, nicht so starken Schenkeldruck. Sie wird doch nicht versuchen, das anzuziehen, während sie reitet, oder? Doch, es sieht ganz so aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich mal in einer schmutzigen Regenjacke sehen würde. Siegen um jeden Preis, Cowboy. Wow, die waren echt gut. Natürlich waren die gut, aber jetzt wird es noch besser. Komm, Pepper, denen werden wir es zeigen. Drehen, Pepper. Okay, gut. Geh rückwärts. Pepper, rückwärts. Hä? Was meint sie damit, rückwärts? Komm schon, Pepper, du blamierst mich. Zoe, du kannst nicht erwarten, dass ein Pferd etwas macht, das es nicht gewohnt ist. Besonders nicht, wenn es das nicht trainiert hat. Schon okay, Mädchen. Gut gemacht. Das ist alles deine Schuld. Und jetzt habe ich diese riesige, fiese Blase an der Hand. Die tut höllisch weh. Ich kann noch nicht mal bis zum Schluss mitmachen. Oh, arme Zoe. Lass mich mal diese riesige, fiese Blase sehen, die du gar nicht hast. Sie ist unter der Haut und sie tut weh. Weißt du was? Ich würde dich besiegen, wenn ich auch so hinter deinem Rücken trainiert hätte. Du könntest mich nicht besiegen. Auch dann nicht, wenn du ein Jahr lang trainiert hättest. Was du nicht sagst. Ich will jedenfalls die Chris-Gitar-CD zurückhaben, die ich dir geliehen habe. Die sind so schrecklich zueinander. Chris-Gitar-T-Shirt wiedergeben, wenn wir nach Hause kommen. Wenn du da bist, werde ich nicht nach Hause fahren. Nächste Disziplin. Das Reining. Na los, Aztek. Benny, warte! Was soll das, Sarah? Willst du mich ablenken? Nein, Benny. Ich wollte dir Glück wünschen und dich an deine freie Hand erinnern. Lass sie locker an der Seite. Mir ist neulich beim Training aufgefallen, dass du sie angehoben hattest. Was ist das denn für eine Nummer, Sarah? Ich finde das total bescheuert, wie Zoe und Chloe sich eben verhalten haben. Das ist doch daneben. Und da ist mir klar geworden, wir benehmen uns ja genauso bekloppt. Das Gewinnen ist doch nicht wichtiger als unsere Freundschaft. Ich habe keine Lust mehr zu diesem Theater. So macht das Reiten doch keinen Spaß. Ich hab euch alle gern. Jeden Einzelnen. Und kein Reitwettkampf oder Rockstar wird das jemals ändern. Ehrlich. Du hast recht, Sarah. Echt blöd, dass wir es so weit haben kommen lassen. Unsere Freundschaft ist wichtiger als irgendein Wettkampf. Selbst wenn der Preis ein Treffen mit Chris Guitar ist. Es tut mir leid, dass ich so doofes Zeug zu euch gesagt habe. Ist schon gut. Ich war nicht besser. Und, gebt ihr jetzt auf? Macht das ruhig, nur zu. Niemand gibt hier auf, Chloe. Ja, Benny! Zeig's ihnen! Holla! Ja, super, Benny! Echt stark! Du kannst es! Na los, Alma! Du bist dran, Alma! Gib alles, Alma! Seht ihr, das nennt man Zirkelreiten. Was du nicht sagst! Und diese Drehung nennt man Rollback. Ah. Wuhu! Ja! Okay, seid mal ruhig, wenn ihr wissen wollt, wer zu den Meisterschaften fährt. Die Gewinnerin ist dank einer einwandfreien und absolut überraschenden Leistung Chloe Stieler. Wuhu! Ja! Toll gemacht, Chloe! Gute Arbeit! Du warst echt klasse! Hey, wo sind denn alle hin? Was haltet ihr davon, wenn wir meine Anlage holen und uns ein paar Chris-Gitar-CDs anhören? Das ist eine gute Idee. Da wir ja wohl sowieso nicht näher an ihn rankommen. Chloe! Wie ist die Junior-Meisterschaft gelaufen? Ich hab verloren. Oh, Chloe, das tut mir leid. Aber was uns wirklich interessiert ist... Hast du Chris Guitar kennengelernt? Wie ist er denn so? Ach du meine Güte, das war vielleicht ein Flop. Erstens war seine Freundin dabei. Zweitens sind beide uralt. Erst mindestens 30. Und dann, zu Ehren des Western-Turniers, hat er einen Country-Song gespielt. Es war furchtbar. Sag mal, wovon redest du da? Hör mal, wir lieben jetzt Country-Musik. Hey, lasst uns die Anlage holen. Nein! Ich glaube, Chloe mag Country-Musik so gern wie du, Haarbälle. Habe ich nicht recht, Angora? Nun, ich hasse Haarbälle.
Schabelle tatsächlich, aber ich liebe Country-Musik. Hört euch das an. Ich bin einsam wie ein Hengst ohne Stute, einsam wie ein Hase. Weißt du, Chef, ich liebe Country-Musik, aber was Angora da macht, ist keine Musik. Da hast du recht. Oh nein, nicht gut, tut dir den Ohren weh. Ich ertrage es einfach nicht mehr. Genauso wie wir. Ja. Jemand sollte den Tierarzt holen.